Ist die Sunto Baro 9 die perfekte Uhr für Bergsteiger? Diese und weitere Fragen beantworte ich dir in meinem heutigen Video. Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute dreht sich alles rund um die Sunto Baro 9. Seit gut einem Jahr habe ich die Sunto 9 jetzt im Einsatz und es ist Zeit, mal einen Blick auf die Uhr zu werfen. Was kann sie nicht? Ich habe mir die Uhr gekauft, weil ich damals noch keine GPS-Uhr speziell für Berge hatte. Ich hatte vorher eine Apple Watch, eine ganz normale Smartwatch im Einsatz. Diese war oft den Temperaturen nicht angemessen, damals auch mit der Series 3 noch nicht wirklich fähig für die Berge. Und so habe ich dann in Vorbereitung für meine Expedition mir die Sunto Baro 9 gekauft. Wenn du die Sunto Baro 9 kaufst, bekommst du neben der eigentlichen Uhr an sich auch noch ein bisschen Zubehör. Man bekommt noch einen Brustgurt und ein Herzfrequenzmesser für die Brust. Zudem bekommst du ein Ladegerät, ein bisschen eine Anleitung und Sticker. Was kann die Sunto Baro 9 und was kann sie nicht? Vorweg muss man eins eindeutig sagen, das ist keine Smartwatch. Das heißt, die ganzen Funktionen, die eine Apple Watch und andere Marken auszeichnen, hat diese Uhr einfach nicht. Also das Design ist rustikal, ist natürlich für Outdoor perfekt, ist nicht ganz so hochwertig im Sinne von schön wie eine Apple Watch, sondern ist schlicht und ergreifend für die Outdoor-Funktion ausgelegt und den Zweck erfüllt sie perfekt. Als Outdoor-Funktion bietet die Uhr GPS und Navigation, das Barometer, also letztendlich Höhenmessungen und Wetterfunktionen. Als Trainingsbelastung oder als Trainingsparameter, die gemessen werden können, hast du einmal natürlich die Herzfrequenz, du hast Distanz und Geschwindigkeit, wenn es jetzt zum Beispiel um Laufen oder auch um Bergsport geht und da quasi auch die Höhe. Du kannst ein Intervalltraining mit der Uhr machen, es wird dir nachher angezeigt, wie lang deine Erholung sein sollte nach deiner Sporteinheit. Ich nutze die Uhr in drei verschiedenen Bereichen. Erstmal, um meine persönlichen Daten zu tracken beim Training. Das heißt, ob ich jetzt hier laufen, klettern etc. gehe, so kann ich meine Trainings besser auswerten und gegebenenfalls anpassen. Zweitens nutze ich das ganz normal auch hier für meinen Schlaf und auch für die Schritte und natürlich als ganz normale Uhr. Ich nutze die Uhr überhaupt nicht, quasi in dem Sinne, dass ich mir da Nachrichten etc. anzeigen lasse. Ich finde, das funktioniert auch nicht so gut. Das Display eignet sich dann nicht so gut für. Von daher habe ich diese Funktion ausgeschaltet. Und natürlich nutze ich die Uhr in erster Linie, habe ich es mir auch damals gekauft, für meine Bergtouren. Für Bergtouren kann man quasi mehrere Dinge machen. Erstens, man kann natürlich die Bergtour aufzeichnen, man kann sich aber auch vorher im Internet entweder einen GPS-Track runterladen auf die Uhr oder sich einen selbst erstellen, sodass man quasi mit der Uhr auch navigieren kann. Das muss ich sagen, funktioniert extrem gut. Highlight und was mir auch immer ganz wichtig war bei der Uhr, ist, dass sie eine lange Akkulaufzeit hat. Bedeutet, Sunto schreibt, man kann bis zu 120 Stunden mit der Uhr quasi die Uhr in Funktion haben, ohne dass man laden muss. Ich kann es jetzt von meinen eigenen Touren bestätigen, dass man relativ lange mit der Uhr klarkommt, ohne zu laden. Es waren jetzt so im normalen Alltag jetzt hier bei mir, reicht es, wenn ich die tatsächlich so alle 3 bis 5 Tage mal auflade, wenn ich eine ganz normale Trainingsnutzung mache, ohne dass ich jetzt irgendwelche Batteriesparmodi anschalte. Bei Bergtouren ist es je nachdem, wie du den Modus verwendest, mal kürzer, mal länger. Du kannst quasi auch, um den Akku zu sparen, gewisse Sachen ausschalten oder gewisse Sachen werden nur noch seltener gemessen. Bedeutet, Beispiel GPS, wird seltener getrackt, das heißt die Wegpunkte sind weiter auseinander nachher von deinem Track, aber dadurch sparst du Akku. Das kannst du ganz einfach einstellen. Generell beim Outdoor-Einsatz der Uhr hatte ich eigentlich nie Probleme, dass ich mich mit dem GPS verbunden habe. Also es ging immer relativ zügig. Das heißt, man kann auch so Sporteinheiten relativ gut aufzeichnen, ohne dass man lange auf die Uhr warten muss. Die Genauigkeit ist dabei aus meiner Sicht sehr, sehr gut, vollkommen ausreichend. Wir haben es auch mal verglichen mit anderen Laufuhren. Wir hatten ziemlich oft die gleichen Kilometeranzahlen, mal Abweichungen von ein paar hundert Meter, aber auf 20 Kilometer alles in Ordnung. Generell ist die Uhr super robust, also ich hatte überhaupt keine Probleme damit in den Bergen beim Klettern, stoßt man sich mal am Felsen an, hat man minimale Gebrauchsspuren, aber irgendwie, dass das Display zerkratzt ist oder ich sonst irgendwelche Schäden habe, ist überhaupt nicht so. Auch kann man quasi das Armband austauschen, wenn das quasi mitgelieferte nicht gefällt oder man einfach mal eine andere Farbe haben möchte, das geht auch ohne Probleme. Cool ist bei der Uhr die Auswertemöglichkeit, das heißt, alle Trainings werden in der Sunto eigenen App gespeichert. So hast du die Möglichkeit nochmal anzuschauen, wo genau du warst, also hast eine Karte dabei. Deine Werte kannst du nochmal anschauen, deine Parameter, kannst auch dein Training bewerten. Immer Sonntagabend bekommst du eine Kurzzusammenfassung, bedeutet, wie war deine Woche, das heißt, wie aktiv warst du, wie viel bist du gelaufen, wie war dein Schlaf, wie viel hast du trainiert. Hier kannst du auch verschiedene Ziele einstellen, das heißt, wie viele Stunden in der Woche möchtest du trainieren, wie viele Schritte sollst du am Tag erreichen und wenn du solche Trainingsziele erreicht hast,
schicke dir die Uhr quasi eine kurze Benachrichtigung. Was stört mich an der Uhr? Also ein Punkt finde ich relativ eindeutig, gerade wenn man vorher von der Apple Watch etc. kommt, ist die Bedienbarkeit. Die Bedienbarkeit ist lang nicht so intuitiv, wie man es von einer Apple Watch kennt. Das heißt, viele Funktionen sind versteckt, man muss es auch nachlesen, wie man gewisse Dinge macht und sie sind einfach nicht so intuitiv. Das heißt, hier könnte man auch mal deutlich besser werden. Zudem ist die Uhr begrenzt, was die Anzahl der Touren angeht, die man auf die Uhr laden kann. Das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl, danach ist quasi der Speicher der Uhr voll und man muss ein paar Touren löschen und neue wieder hinmachen. Der letzte Punkt, der stört, ist die Herzfrequenzmessung am Handgelenk. Also hier hat man teilweise wirklich Ungenauigkeiten. Ich glaube, es ist bei anderen Uhren nicht arg viel anders, aber hier ist mir oft aufgefallen, dass ich in meinem Krafttraining wirklich Werte hatte, auf einmal 150er Puls, in der nächsten Sekunde 90. Das heißt hier, wenn du das wirklich genau wissen möchtest, kann ich dir nur den Brustgurt empfehlen. Ich selber trage ihn nicht so gerne, weil mich das stört, wenn es da so eng sitzt. Von daher kann ich mich jetzt da auch nicht direkt drüber beschweren, aber es ist ein Punkt, wo man, denke ich, noch nachbessern kann. Für wen ist also die Sunto Baro 9? Also ganz wichtig, die Sunto ist keine Smartwatch. Wenn du eine Smartwatch suchst, dann kauf dir wirklich eine Smartwatch. Wenn du ein iPhone hast, natürlich eine Apple Watch. Wenn du ein Android-Gerät hast, gerne ein anderes. Wenn du die dahin nutzen möchtest, ist die Sunto Baro 9 komplett falsch für dich. Die Sunto Baro 9 richtet sich wirklich an Extremsportler und Leute, die sehr viel Outdoor unterwegs sind, die auch die Uhr nutzen wollen, um ihre Trainings aufzuzeichnen und da bessere Fortschritte zu machen. Bedeutet, die Zielgruppe ist relativ speziell. Bergsteiger, Kletterer, andere Outdoor-Sportarten. Ich denke, dass man auch in Zukunft noch einiges rausholen kann bei der Uhr durch Software-Updates. Das heißt, wenn da noch intelligente Sachen kommen, kann man diese Uhr noch gut weiterentwickeln. Ich selbst habe die Uhr im täglichen Einsatz und für den Hauptzweck, den ich gekauft habe, für die Bergtouren, bin ich sehr zufrieden mit der Uhr. Die war dann ein zuverlässiger Partner. Von daher kann ich auch den hohen Preis am Anfang verstehen. Und wenn du die Uhr dafür brauchst, lohnt sich das Geld.